Ja, liebe Leute, hiermit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal WLAN-Land. In der Folge davor habe ich gesagt, wir treffen uns wieder hier im Zentrum des abgerotzten Gebäudes auf dem blauen Punkt vom Teppich. Ja, ich bin hier jetzt nicht rausgekommen. Mittlerweile habe ich dann doch noch mal ein bisschen eine Runde gespielt. Und hier gibt es natürlich einen Ausgang. Und zwar hier waren wir ja schon in der Folge davor. Nur ich bin dann hier stehen geblieben. Bin nicht weiter. Aber der geht da ganz normal durch. Man muss nicht mal irgendwie eine Taste drücken. Also, meinerseits dumm gelaufen. Aber jetzt sind wir wenigstens wieder auf Kurs. Wo ist der Sam, den eh kein Mensch braucht? Jetzt geht's weiter. Gut. Schaut wirklich schick hier aus. Piraten haben sich seinerzeit schön eingerichtet und wussten auch, wie man sich's gemütlich macht. Wo ist der Sam jetzt? Heilige Scheiße. Tja, hier sind unsere verschollenen Siedler. Ah, okay. Ein paar davon. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein. Eine Schlacht, ein Kampf. Eine rhetorische Frage. Die Frage ist. Okay, schön kann er malen. Warum? Gut, schauen wir weiter. Hier finden wir bestimmt gleich irgendwie einen Hinweis. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwie diese Rave-Trotteln auftauchen. Wir müssen wieder schießen. Gut, was haben wir hier alles? Müssen wir uns mal umgucken. Der Innenhof von dem Mordstrom-Gebäude. Verbündeten finden, aha. Das geht auch irgendwie nicht immer. Wenn ich nach unten drücke, mal finde ich den mal nicht. Schauen wir mal, was hat er Schönes. Also hieß es, die Siedler gegen die Soldaten. Wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Oh. Laufen wir den mal hinterher. Schaut wirklich geil aus. Also ich würde in sowas sau gern mal in echt rumlaufen. So Lost Places sind ja eh so richtig, ja, meins. Gucken wir uns mal hier um. Bestimmt wieder irgendwas zu tun. Gab ja schon lange kein Rätsel mehr, wo ich mich blamieren könnte. Da gehen wir später rein. Will mal gucken, was noch so hier ist. Das kann es ja irgendwie noch nicht gewesen sein, oder? Da ist was. Wo war's? Ein Schatz wahrscheinlich, oder? Okay. Schön. Untersuchen wir ein andermal. Es schaut so cool aus, wie hier alles zugewuchert ist. Und mir gefällt es richtig gut. Das ist. Also wirklich. Das Spiel ist so genial umgesetzt. Das ist unglaublich. Da können wir gar nicht hoch. Schaut mal an. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ja, viel scheint hier unten ja nicht zu sein. Da liegt noch einer. Den Guten hat das Zeichen gesegnet. So. Ja, viel finde ich jetzt gerade nicht. Da blitzt doch auch irgendwo, oder? Ist da noch ein Schatz? Nee. Gut, dann gehen wir da mal in den Raum, wo ich vorhin gesagt habe, dass wir da danach durchgehen. Danach ist jetzt. Wow. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend.
Solche Figuren hängen doch an Schiffen vorne dran. Wahnsinn! Also was die in dem Spiel wirklich mega gut umgesetzt haben, das ist dieses Hell-Dunkel-Schatten-Effekte, die sind mehr wie grandios. Haben wir da noch einen Schatz, oder? Oh nein! Ich darf wo ziehen. Oder auch nicht. Willst du mir mal? Ja. Da hängt's ein bisschen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja, Hinweise suchen. Okay. Oh. Die Diebe von Libertalia. Alles klar, ein neues Kapitel hat begonnen. Da ist schon der erste Hinweis. Na da. Ach, okay. Nada, sagt er da. Da ist der nächste. Wird auch nichts drin sein, oder? Was ist das? Doch, tatsächlich. Eine Rechnung. Altes Manifest. Viele Schätze. Da gucken wir jetzt mal drauf. Also, da gab es einen Haufen Zeug, was die hier schriftlich festgehalten haben. 4 Fässer Wein. Okay, nehmen wir mit. Vielleicht finden wir ja den Wein. Nächstes Objekt zum Untersuchen. Nada. Nee. Viele leere Regale. Okay. Was haben wir da? Da stecken noch die Speere im Piraten. Selten der Fest. Klamotten. Oh, schaut fast aus wie ein Ritter. Du warst eine Wache, oder? Piratenritter. Okay. Also wirklich mega gut gemacht. Decke stützt langsam ein. Okay, wir müssen einen depperten Dialog führen. Was, wenn nichts von dem Schatz übrig ist? Sie haben alles für Marmorböden ausgegeben. Und die Siedler finden raus, dass ihr Geld weg ist und sind sauer. Ja, vielleicht. Okay. Da ist wieder was. Wir finden garantiert einen Hinweis. Wir haben ja schon einen. Da war noch was, oder? Nochmal zurück. Na, wo war das? Da, hier. Ach, am Boden. Dieb. Gammelt die Kunst so lieblos rum. So, wo ist noch was? Ach, die Tür ist wieder zugegangen. Gut. Sind wir hier mal so die Wand entlang gegangen. Ey, das war so gar nicht geplant. Aber schaut echt cool aus. Jawohl, spring von Schrank zu Schrank. Schafft er das auch noch? Nein. Liegt da oben auf den Schränken was? Halbe Decke liegt drauf, die da vorhin eingestürzt ist. Aber ob das was bringt, was ich hier mache, weiß ich nicht. Wir können ja nochmal in den Schränken gucken hier, ob da irgendwas ist. Aber ich glaube nicht. Nee. Doch. Ah, noch ein Bild. Noch ein Dieb. Noch ein Dieb, okay. Naja, ein paar Infos haben wir schon jetzt.
Der Bruder, der gammelt wieder nur rum. Moment mal. Nathan, hier drüben. Da schimpft man noch und dann hat er was, oder wie? Sieh dir das an. Geheimgang. Was hast du da? Libertaria-Geld. Da ist ein Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen, der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay, wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau, da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertalia. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder, nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Jetzt kommt gleich was Wichtiges. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist eine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertalia? Genau, jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Halt. Avery war aus Devon in England. Ganz genau. Oh. Mann, das sind ein paar echt große Häuser. Und jedes hat sein eigenes Siegel. Weil sie da gewohnt haben. Was hältst du davon, den Wachturm hochzuklettern? Uns zu orientieren? New Devon, wir kommen. Na dann, machen wir das auch mal. Ich weiß doch noch nicht, wie. Wie kommen wir da hoch? Ach so, okay. Holen den Schrank. Du mir eben? Okay. Wohin? Auf die andere Seite? Ne, hier. Okay, bereit? Und drücken. Ich drück, Leute. Ich drück. Sehr gut. Es geht voran. Ui, was haben wir denn da? Ui, jetzt wird's wieder rätselig. Kronleuchter. Grandios. Und nu? Kleiner MacGyver. Da bin ich nicht schon, ja genau. Das habe ich mir gedacht. Da fehlen aber ein paar Meter. Kann ich da irgendwie rauf? Nö. Probieren wir das nochmal aus. Dann schaukeln wir uns mal darüber. Nö. Was mache ich schon wieder verkehrt? Ach, das ist eine Kette. Jetzt sehe ich die Kette da erst. Okay. So, Leute. Die sieht man aber wirklich schlecht durch das Licht. Die sehe ich immer noch schlecht. Nee, das ist gar nicht richtig mit der Kette. Ist da eine Kette? Ja, da ist eine Kette. Wie läuft denn das jetzt wieder ab? Wieder ein Raum, aus dem ich nicht rauskomme. Das wird ja langsam peinlich. So, also, nochmal darauf. Und dann schwingen wir eine Runde. Aber anscheinend
Okay, und wo muss ich hinschwingen? Darüber ist zu weit. Kann ich dahin? Nee, das geht nicht. Ja, verdammte Axt. Was ist denn jetzt los? Okay, also. Kletter mal darauf. Schwingen wir mal eine Runde. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh Mann. Also heute läuft es ja auch wieder überhaupt nicht. Hinweis? Nee, da nimmt er nur die depperte Waffe, lädt die nach. Kann man mit dir noch mal quatschen? Kann man da noch was machen? Nee, das ist fertig. Okay, ich muss da anscheinend doch irgendwie da raufkommen. Ich glaube nur nicht, dass ich das noch in der Folge hinbekomme. Ich probiere das jetzt noch ein paar Minuten. Also. Das dahin. Schau, wie weit wir da pendeln können. Wir wollen darüber. Das ist alles nix. Was ist das mit dir? Diese Kette macht mich ganz durcheinander. Die lädt doch dazu ein, oder? Nee. Also, was ist denn wieder los? So Leute, das ist mein letzter Versuch oder mein vorletzter Versuch. In der Hoffnung, irgendwie herauszufinden, wie... Wir wollen darüber, auf den Turm. Wie das hier weitergeht. Ich schaue jetzt mal, dass ich da drauf komme. Nee, das geht alles nicht. Ja Leute... Ich bin am Rätseln, wie dieses Rätsel ausgeht. Das könnt ihr in der nächsten Folge rausfinden. Bin da gerade leicht gefrustet, wie das gehen soll. Aber ich bin mir sicher, dass ich es rausfinden werde. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Bis dann und einen schönen Abend, guten Morgen, schönen Mittag, was auch gerade bei euch ist. Servus.